So, herzlich willkommen zurück zu Daisy. Ich hoffe, der Sound ist jetzt mal ein bisschen besser. Hier ist ein Huhn, ich weiß. Keine Waffe noch nicht. Inventar habe ich bis jetzt schon Magazin gefunden. So ein komisches Wire-Fencing-Kit und eine Axt. Da hinten ist ein Zombie. Ich will hier eigentlich nur aus der Stadt raus. Ich habe jetzt größtenteils so die leicht zu erreichenden Gebäude durch. Ja, ich habe kurz wieder ohne euch gezockt. Das werde ich wahrscheinlich aber öfter mal machen. Denn ich zocke so viel Daisy, dann könnte ich jeden Tag theoretisch 30 Folgen rausbringen. Da lang. Ah, scheiße. I hate Zombies. So, neuer Server. Ich schaue ja jedes Mal auf einen neuen Server. Ich gucke ja nicht beim gleichen Server. Ich glaube, ich bin in Elektro. Der Zombie kommt gefährlich auf mich zu. Ich möchte aber gerne nochmal vorher hier reingucken, ob es da noch was Neues wieder rumliegen tut mag. Ich war da zwar schon drinne, aber serverbedingt kann ja da mal wieder was Neues rumliegen. Aber mehr als leere Dosen liegen da nicht, also rüber auf die andere Straßenseite. Da kommt ein Hopper. Der Zombie ist auch recht nah. Ich höre Fliegen. Hier liegt irgendwo ein toter Spieler. Ich versuche jetzt da hinten einmal hinter die Wall zu kommen. So, irgendwie muss ich jetzt hier aus der Stadt flüchten. Und nicht von den Zombies gesehen zu werden. Weil die sehen einen jetzt irgendwie tierisch schnell. Version 1.7.1.5 mittlerweile. Ja, sowas merke ich mir. Dann gehen wir doch einfach mal hier lang. Hier in der Ecke ist bestimmt genau ein Zombie wie bei Pete. Moment. Ist gar kein Loch drin. Okay, die Zombies machen mir jetzt gerade Angst auf deiner Straßenseite. Die gehen aber schön auf, brav auf den Fußgängerweg. Gefällt mir, das ist ein Kriechzombie. So, ich fühle mich noch ganz wenig eingekesselt. Wäre ich in Wirklichkeit jetzt diese Person hier, dann würde ich wahrscheinlich aufstehen und wegrennen. Oh, und einfach von der Klippe springen. Das würde ich wahrscheinlich machen. Soll ich mich mal wagen, oben über... Ja komm, das wage ich mich mal. Abkürzung über oben. In die Hocke gehen. Und Leiter nach oben. Einmal bitte. Und dann hoffen, dass hier nichts rumliegt. Also kein... In die Hocke. Shift gedrückt für Schleichgang. Und dann gehe ich jetzt hier einmal oben lang. Dr. Elvis hat's killed. Kann ich jetzt hier so übers Loch stiefeln, ohne runterzufallen? Ja, okay, gut. Wieder was dazugelernt. So, ich werde jetzt nur ein ganz bisschen gesehen. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Okay, jetzt gerade ein ganz bisschen mehr. Das war nicht gut. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Hui, ich habe dabei immer so ein ganz bisschen Schiss bei diesem Spiel. Besonders unten crouch ein Zombie. Ich habe hier erst einen einzigen anderen Spieler gesehen und das war ganz in der ersten Aufnahme. Doch, dann habe ich nochmal in der Offline-Aufnahme nochmal einen gesehen. Dem habe ich übelst das Leben gerettet und mich dafür geopfert. So eine traurige Geschichte. Aber während wir nach da hinten stiefeln, kann ich das hier mal ziehen. Also, ich gehe auf meinen Server. Bei so einer kleinen Stadt bin ich gespawnt, also ein total kleines Dorf, sehe ich so einen total anderen ausgerüsteten Spieler da so langlaufen. Denke ich so, dem gehe ich mal hinterher, habe mal genau das gemacht, was er halt gemacht hat. Und irgendwann habe ich ihn halt, weil er eine bisschen größere Kurve geschlagen hat, habe ich ihn halt eingeholt. Und dann sind wir in ein Haus rein, dann habe ich da ein bisschen Essen gefunden, war recht glücklich und dann ist er aber rausgegangen. Und ihr kennt vielleicht den Bug, wenn man rausrobbt über Kanten oder so, über Türschwellen und so, dann steht der Charakter manchmal automatisch auf.
Es geht auch manchmal über Bahnschienen und rennt dann auf einmal los. So. Und den Bug hat er, und dann sind natürlich ein paar Zombies angekommen. Er hat sich in der Hausecke versteckt und immer mit seiner Makarov da geschossen. Und ich hatte null bei mir. Ich hatte halt da eine Cola und noch was gefunden, glaube ich. Also jetzt noch nicht so das richtig geile Imba-Zeug, also was man locker nochmal schnell findet. Außer jetzt bei mir gerade. Und dann habe ich gedacht, so, laufe ich mal los. Und dann sind die ganzen Zombies hinter mir her und ich hatte echt irgendwie später gute 50 Zombies hinter mir. Also das war richtig geil und der hat sich im Chat wie ein Verrückter bedankt. So. Und das Haus möchte ich da gern rein. Da waren auf dem letzten Server total viele Zombies drin. Und ich höre schon doch schon wieder Zombies. Das Geile ist ja, man hat echt keine... Da hinten ist er. Man hat ja echt keine Waffe. Man muss das ja erst zusammen suchen. Ich finde einfach keine Waffe. Einige sagen, das soll jetzt richtig schnell gehen, eine Waffe zu finden. Ich finde nichts. Deshalb aber hoffe ich mir jetzt das große Glück in der Lagerhalle, wo ich eh drauf gehen werde. Also... Da hinten könnte auch was Schönes drin liegen. Da liegt doch auch ein bisschen Stuff rum. Muni, glaube ich. Okay, da muss ich auf jeden Fall rein. Gut. Ja, wo ich vorhin alleine gezockt habe, bin ich hier rüber gekommen durch das Haus. Hier vorbei, dann waren aber hier selbst viele Zombies. Dann bin ich da hinten einmal rum. Nee. Hier rum. Nee, doch da hinten durch die Stadt und dann irgendwie da jedenfalls geht's jetzt erstmal runter. Taste. Oh fuck. Zombie. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Aufpassen, dass ich keinem anderen Zombie in die Arme laufe. Okay. Ist hier auch was offen hier? Da ist was offen. Dann gehe ich doch da rein einmal. Den lasse ich da hinten hinhoppeln erstmal. Ist ja nachher wieder weg, wenn wir da sind. Ja, Infos runtergeklappt, habe ich gerade nochmal geguckt. Okay, irgendwo Zombies. Okay, da hinten kann man nicht sehen. Da ist nichts. Ich höre auch keinen. Okay, dann stehe ich jetzt mal auf. Ich glaube, ich muss über diese Anhöhe hier gehen. Ja, I'm King. Und Sneaky Mode. Spannung pur. Komm bitte, finde ich hier drin geilen Stuff. Oh, da liegt doch schon was. Und da kann ich hoch. Oh. Das meine ich mit dem Bug. Jetzt bin ich hier über so eine Schwelle. Das ist jetzt gerade eh erstmal egal. Was liegt denn da rum? Okay. So. Die nehme ich mit. Das brauche ich beides nicht. Mit der kann ich nämlich irgendwie... Habe ich letztens irgendwie geschafft zu werfen. Das packe ich mal da rein, die Muni. Ja, genau. Und dann mache ich wieder Close Back und das Hunting Knife kommt da unten hin. Super. Makarov Magazin. Ja, das soll jetzt nicht weggelegt werden. Das ist halt alles noch ein bisschen buggy. Jetzt mit dem... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so. Ich habe Chemielichter ausgewählt. Das habe ich in Chemielight hingeworfen. Sehr clever. Weil Lichter ziehen Zombies an. Und hier höre ich doch ein. Verweste Leiche. Benzin. Dann gehe ich jetzt... Ich werde gerade von meiner Mutter gerufen, aber ich möchte noch einmal hier hoch.
Die Leiche liegt noch weiter oben. Hier ist eine Windschutzscheibe für ein Auto. Damit den ganzen Auto teilen können wir uns ja bald schon ein Auto zusammenbasteln. Aber ich will noch zur Leiche. Ich glaube, die ist noch eine Etage höher. Hier ist nochmal so eine Kabeltrommel, aber davon habe ich ja schon eine. Also eine Art Kabeltrommel. Okay, hier ist auch nichts Spannendes drin. Meine Mutter ruft natürlich jetzt gerade schön. So, nochmal schnell hier hoch und dann bin ich gleich weg. Genau. Hier liegt doch einer. So, einmal geöffnet hier. Bandage, Bandage ist gut. Wie mache ich jetzt Gier? Wow. Bin ich open? Da, Gier. So, Chemielichter. Yo. Was zu essen? Yo, Makarov-Magazin. Yo. Painkillers. Yo. Rotfleisch brauche ich nicht bei Noclo. Alter, geil. Kompass. Hunting Knife. Okay. Water Bottle. Soda. Nein, 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 nein. Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Wo sind meine Makarov-Magazine hin? Auch wieder geil. Bandagier dich. So. Disconnect. Disconnect. Hey, das war ja mal eine schnelle Flucht. So flüchte ich häufig immer. Ich sag danke fürs Zusehen. Ich muss essen. Bis dann und auf Wiedersehen.